Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zu Crusader Kings 2, unsere Reise durch das Mittelalter hier mit unserem neuen Herrscher von Dorek, Alf, der endlich nach seiner Initiation bei den Wolfskriegern hier auf große Wikingerfahrt gehen kann. Ich habe das Problem behoben, 150 leichte Truppen, leichte Infanterie wurden aufgelöst und jetzt endlich dürfen wir auf die Schiffe gehen, ohne dass wir hier wer weiß wie viel Upkeep für eine zusätzliche Armee bezahlen müssen oder so. Also das kriegen wir auf jeden Fall sehr, sehr gut hin. Okay, die Frage ist natürlich, wo gehen wir plündern? Ich weiß gar nicht, gibt es hier einen Kartenmodus, wo man da ganz gut von ausgehen kann? Wirtschaft vielleicht? Ja, ich glaube, Wirtschaft ist gar nicht mal so schlecht. Steuereinnahmen, 44, 55. Ja, unsere eigenen Leute werden wir natürlich hier nicht angreifen. Aber wir sehen schon hier die Küste hier im Norden. Die Küste Ostenglands, all das ist hier sehr, sehr gutes Land, auch hier in Nordspanien zum Beispiel, um plündern zu gehen. Vielleicht fangen wir mal hier mit Lindsay an. Ist das nicht auch da, wo Lindisfarne liegt, die Gegend? Ich glaube schon, oder? Da werden wir mal in The Wash einfahren und dort dann entsprechend schauen. Dort gibt es nämlich reiche, reiche Beute. 32,3 können wir uns da holen. Vorausgesetzt, wir werden hier von den Truppen in Ruhe gelassen. Der hat aber aktuell einen Krieg in Northampton. Oder was ist hier los? Feindlich gegenüber einer Streitmacht. Also er ist nur feindlich. Kann sein, dass der uns gleich angreift. Wir müssen also wirklich hier uns dann entsprechend beeilen hier mit unserer Plünderei. Aber das werden wir auf jeden Fall gleich machen. Oh! Oh, da stand direkt einer. Das ist natürlich jetzt Pech gewesen. Okay, das wird schon mal nichts. Schade, das war unglücklich. Konnte man nicht sehen. Die Wahrscheinlichkeit war jetzt mittelgroß, würde ich sagen, dass wir da auf so eine Armee treffen. Oh, wir haben aber schon... aber unser Superkämpfer Alf hat schon gleich zwei, das Zentrum und die rechte Flanke besiegt. Des Gegners. So, die Schlacht von Lindsay. Während ich über die Ebenen ritt, sah ich eine Gruppe prunkvoller Soldaten mit erhobenen Waffen auf meine Einheit zukommen. Es geht um Earl Catherland von Somerset. Als sie mit uns fertig sind, waren alle meine Männer tot. Ich sank auf die Knie und fragte mich, warum ich immer noch hier bin. Okay, wollen wir den feindlichen Kommandanten zum Duell herausfordern? Das ist ja eine Schande. Ihr werdet in Zukunft Probleme haben, mit diesem Ereignis fertig zu werden. Wir sind grausam, faul, wohltätig, gemäßigt, geduldig. Nein, ich glaube, wir stürmen wütend hinter dem Kommandanten hinterher. Gerade als ich seine Augen zum Bluten bringe und ihn dadurch möglicherweise zu blenden, schaffte es Karl Catherine, schlägt seinen Streitkolben quer durch meine Hand. Nein! Verdammt! Dann fiel er auf den Schnee. Ich wendete mich an den windigen Himmel über mir und richtete meine Danksagung an Odin. Wir gewinnen das Duell, aber wir bekommen auch ein geschwollenes Handgelenk. Und Earl Catherine ist schwer verletzt. Aber wir haben uns gut geschlagen in diesem Kampf, muss man sagen. Wir haben den Kampf sogar gewonnen. Schwer verletzt, aber wir haben es geschafft. Es ist natürlich hier die englische Armee. Das ist natürlich ein Problem, weil so lange können wir hier gar nicht plündern. Und wir haben auch zu wenig Angreifer. Wir müssen uns zurückziehen, es hilft nichts. 2,3 Beute haben wir gemacht, das ist natürlich absolut zu wenig. Aber wir werden rechtzeitig fliehen können, sehr gut. Okay. Gut, wir haben uns nochmal gerettet, aber das war ganz schön knapp, die Geschichte. Und Alf ist natürlich jetzt schwer verwundet. Wieder schwer verwundet. Also der hat wirklich extremes Verletzungspech. Aber immerhin auch jetzt hier einen Sieg im Duell und mehr Duell- und Schlachterfahrung. Das ist natürlich extrem hilfreich. Hat er jetzt hier die Truppen nur wegen uns, ne? Ja. Wo zieht der jetzt hin? Nach Lake Leicester. Ja, ich denke, wir werden uns ein anderes Ziel aussuchen müssen. Wir werden jetzt mal ins Wattenmeer ziehen und dann gucken, ob wir hier die Grafschaft Holland noch belagern können. Holland, das gehört hier zu, ja, zum mittleren Frankenreich. Was sind das für Truppen? Was? Armee von Bersi, Kalavesi, Finnland.
Satakunda, also die kommen irgendwie aus der Ferne. Das hier ist eine Armee von Holland mit 1770 Mann. Oh. Die werden uns dann doch auch sofort angreifen, oder? Oh. Ah, es ist echt gefährlich jetzt hier, ne? Das Problem ist, die haben alle keine Kriege, ne? Schauen wir doch mal. Doch, er verteidigt im Grenzdisput um Lyon. Hat aber hier schon den Sieg eigentlich in der Tasche. Nee, das ist mir zu gefährlich. Wir müssen uns einen Ort aussuchen, wo wir in Ruhe plündern können. Vielleicht die eigenen Germanen hier um Aale in Dänemark. Ich meine, die sind hier im Feudalsystem. Die mögen wir eh wahrscheinlich nicht besonders. Eher so gar nicht. Die Frage ist... Oh, wir könnten hier auch einiges plündern. Kommt, lasst uns hier in heimatlichen Gefilden bleiben. Das ist sicherer als mit der Verletzung. Das ist zwar nicht sehr schön, aber notwendig tatsächlich. Königin Björk hat übrigens mehrere Kriege hier am Start. Das heißt, sie ist vermutlich auch beschäftigt. So hoffe ich zumindest, dass wir hier nochmal in Ruhe plündern können. Wir brauchen jetzt unbedingt mal Geld. Das kann ja nicht sein, dass das so ewig lange dauert. So, sie heben Truppen aus. Hoffentlich... Ach, hier ist eine Schleswig-Armee, okay. Das ist aber bisher nicht gefährlich. Hier können wir erstmal in Ruhe plündern. Da oben kommt jetzt aber eine Armee von Viken. 1040, 468 leichte, 413 schwere und 163 Bogenschützen. Ah, ob wir das schaffen? Können wir das schaffen, liebe Leute? Unsere Moral ist bei fast 100%. Ah, wir sind verletzt. Aber ich glaube, wir können jetzt auch nicht mehr fliehen, oder? Ja, ich glaube, wir versuchen uns wenigstens zu retten. Ja, das klappt noch, okay. Weil das möchte ich jetzt nicht riskieren, dass wir hier verletzt irgendwie uns in der Schlacht messen müssen. Ja, wir kommen nirgendwo zum Plündern hier. Das ist ja verflixt und zugenäht. Mit dem bisschen Plündergut können wir doch jetzt nicht zurückfahren. Wir können ja noch viel mehr Beute machen. Würden wir denn mal in Ruhe plündern können? Was bietet sich an? Was ist mit dem Frankenreich los? Hat auch keinen wirklichen Krieg. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr schlecht, ne? Also hier die ganzen Gebiete können wir eigentlich alle vergessen, dort zu plündern. Wir haben noch Dubessa. Die Grausame. Was können wir hier plündern? Oh doch, hier ist ordentlich was zu holen. Und sie kann sich vermutlich nicht dagegen wehren. Also werden wir mal hier in Cornwall weitermachen. So, durch umfangreiche Kriegsübungen fühle ich mich in der Lage, eine der Hauptdisziplinen des Militärwesens zu meistern. Leichte Infanterie, schwere oder berittene Krieger. Den größten Anteil macht ja unsere leichte Infanterie aus. Ich würde sagen, dann fördern wir die hier mal. Leichte Infanterie entscheidet mit ihrer Anzahl jeden Kampf. Ja, das klingt logisch. Da sind wir ja hier schon ein richtig fähiger General auch geworden. Der sich hier auch aus unterlegener Position ab und zu mal behaupten können wird. So, und jetzt plündern wir auf jeden Fall die Provinz Devon. Damit wir hier endlich mal zu ordentlichen Einnahmen kommen. So, belagern können wir hier natürlich nicht, aber durchplündern bis zu dem Zeitpunkt ja. So, wir sind auch vom Plünderern jetzt... Ja, wo sind die denn hier? Sind das die hier? Trückwiss Streitmacht? Ja, natürlich. 2800 Mann, oha. Der zieht aber gerade davon. Verzeihung, ich hatte gerade einen Frosch im Hals. Magdeburg wird belagert. Ja, aber der zieht ja jetzt schon weg, ne? Ja, der zieht davon. Das ist sehr gut. Das ist kein Problem. So, Cornwall gehört übrigens hier zu Dänemark. Ich glaube, das können wir auch noch plündern, denn auch da wird so schnell keiner hinkommen, der uns irgendwie aufhalten kann. So, wir haben jetzt 45 Beute. Dann gehen wir nochmal kurz nach Cornwall. Plündern auch dort. Jawohl. So, Verteidiger von Tintagel waren nicht erfolgreich, erlitten hohe Verluste. Okay. Ein paar Truppen verloren hier bei der Belagerung. Oh, ich habe aber heute einen Frosch im Hals. Es tut mir leid.
So, jetzt aber. Jetzt muss es mal weg sein. Das war jetzt, glaube ich, ziemlich laut. Verzeihung. Es geht gerade nicht anders. Erlitten hohe Verluste. Ja, ja, schön. Töteten viele Soldaten. Na toll. So, ich würde sagen, wir plündern die aber komplett durch. Wobei, wir können jetzt erst plündern, wenn wir die durchbelagert haben, ne? Es dauert mir eigentlich zu lange, oder? Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte unserer Plünderkapazität schon erreicht. Aber ich würde sagen, damit lassen wir es bewenden. Nicht, dass Dänemark noch auf die Idee kommt, uns hier anzugreifen. Nee, das war falsch. Das wollte ich wählen. Somerset wäre interessant hier oben. Allerdings wissen wir nicht, wo die englischen Armeen hier wieder rumlaufen. Das ist mir ehrlich gesagt zu knapp. Düfet könnte man noch nehmen. Ist natürlich die Frage, inwieweit der direkt reagieren kann, ne? Oder wollen wir noch weiterfahren, dass wir hier bis ins Umayyadenreich vorstoßen? Aber die sind natürlich auch ziemlich stark, ne? Die Umayyaden haben aktuell einen Krieg gegen Robin dem Verstümmler. Vielleicht können wir sie überraschen. Wir probieren es mal. Wenn nicht, dann müssen wir uns ganz schnell wieder davon machen. Aber wir werden es mal probieren an der asturischen Küste. Okay, so. Ab nach Asturias de Oviedo. Bei Scheich Aram gucken wir jetzt mal vorbei. Der hat immerhin noch 21 Beute, die nicht verteidigt wird durch Festungsanlagen im Umfeld. Meine Cousine Hafrid bittet mich immer wieder zum Ruhme unserer Dynastie ihren Anspruch auf Austergautland durchzusetzen. Oh, wir haben eine ziemlich gute Meinung. Krieg! Wir könnten Frederik von Fyrfjord Krieg erklären. Das müssen wir abwarten. Das kann ich jetzt hier auf der Plünderfahrt nicht entscheiden. Da habt bitte Verständnis. Also das ist ja rollenspielerisch völliger Quark, dass wir jetzt hier entweder ablehnen oder eben Krieg erklären, während wir noch unterwegs sind. Das ist ja keinerlei Entscheidung. Die Entscheidung können wir auch gar nicht fällen, wenn wir weg sind. Das ist ja völlig klar. Also da warten wir noch. So, achso, ich sollte mal... Ach, das können wir nicht entpausieren? Oh, das ist ja unfair. Das ist ja wirklich doof. Also so eine Entscheidung wird uns jetzt hier nicht auf den Schiffen erreichen. Oh. Ich will das eigentlich durchsetzen. Ja, aber jetzt nicht jetzt. Oh. Wenn wir es ablehnen, dann haben wir natürlich wieder Prestigeverlust. Die Meinung ändert sich bei Hafrid, wobei... Weiß ich nicht. Krieg zurückgewiesen. Sie hat hier einen Anspruch, ne? Von Austergautland. Ah, wir könnten eine gute Verbündete daraus machen. Komm, wir machen das. Es ist leider so. Wir können dann währenddessen wenig machen. Wir können natürlich Verbündete rufen, hoffen, dass die uns hier helfen können. Na, immerhin, die werden wahrscheinlich annehmen. Dann holen wir sie schon mal. Hafrid die Himmlische wird natürlich nicht mit teilnehmen, das ist klar. Wir können aber hier schon mal Truppen ausheben und mit diesen Truppen vielleicht auch schon voranschreiten. Wie stark ist denn unser Gegenüber überhaupt? König Frederik von Sylfjord. Oh, das ist ein aggressiver Anführer auch. Mit 11 Fähigkeit. Ja, der ist nicht schlecht. Der kann 854 Armeen ausheben, hat Verbündete von bis zu 6300 Mann. Das ist natürlich echt viel. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir da... So, wer soll denn die Armee anführen? Alf kann es ja nun leider nicht. Ja, dann ist nur noch Frodi. Da haben wir keinen anderen Befehlshaber hier. Warum haben wir überhaupt so wenig Befehlshaber und warum ist Rane nicht dabei? Weil er Kämmerer ist, ne? Verdammt. Rane, dann hör doch mal auf zu kämmerern und führe mal bitte anstatt von Frodi hier die Armee an. Denn als ehrgeiziger Varäger... Ist er gar nicht mal so viel besser, aber immerhin ein bisschen besser. So, dann gucken wir mal, ob die Vasallen uns hier beistehen oder nicht. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier die Plünderung bald abschließen, hoffentlich.
Ja, natürlich werde ich den Verpflichtungen nachkommen. Auch er macht das. Und ja, die himmlische Hafrit hat natürlich nicht zugestimmt. Das war ja klar. So, bitte noch die letzten Plünderstufen hier. Okay, das reicht. Ab aufs Schiff. Wir haben hier 94 Beute dabei. Das ist ziemlich gut. Und da werden wir mit der Beute erstmal schnellstmöglich nach Hause zurückkehren, um dann hier mit den Truppen gemeinsam angreifen zu können. So, die hier können übrigens, ja, Befehl an verbündete Truppen anschließen. Ich würde sagen, ja, kommt mal beide her, dass wir hier eine große Armee begründen können. Und dann werden wir bald vorangehen in diesem Krieg und werden hier die Gebiete auch erobern. Ich hoffe, dass das klappt. So, unsere Schatzflotte nähert sich wieder den Heimatgefilden. Das ist auf jeden Fall eine gute Beute gewesen, die wir zusammengebracht haben, obwohl Alf ja hier verletzt worden war. Aber er hat sich schon wieder halb erholt. Jawohl, 94 Prestige und 94 Gold, sehr gut. Das heißt, wir könnten hier auch direkt schon mal wieder Kriegslager oder Schießplatz entsprechend hier ausbauen. Machen wir mal mit dem Schießplatz weiter. Das auf jeden Fall. So, wir könnten die Truppen hier plündern übrigens nicht mehr. Das Thema ist durch. Die legen wir zusammen und dann würde ich auch sagen, dass wir hier das Kommando komplett an Alf weitergeben und Rane jetzt hier rauslassen. Dann werden wir uns auf den Weg machen ins feindliche Gebiet, um dort die Hauptstadt zu belagern. So, hat verlassen. Ja, hier oben ist auch schon wieder Krieg. Überall ist Krieg. Und wir haben einen neuen Erben. Frodi, unser Neffe soll es werden. Das heißt, da gab es jetzt irgendeine Art von Umstimmung. Er hat jetzt 4 Stimmen bekommen. Und Sölvi hat immer nur noch eine. Immer noch nur eine Stimme. Schade, schade. Ein ausländischer Herrscher, euer Kandidat? Ach, ist das so? Nordisch, germanisch, weil er ein Feudalherrscher ist? Ist das das Problem? Ah, das kann natürlich sein, dass das hier das Problem ist. Warte, ich muss mal gerade die Nase putzen. Moment. Moment mal. Der ist deswegen als Ausländer eingestuft? Ist es wirklich so? Oder weil er hier dem Trupp vorsteht? Ist das der Grund? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, dann können wir das ja doch nicht machen mit der Wahl hier, ne? Der wird ja nie genug Stimmen bekommen. Aber wen sollen wir denn dann wählen? Neffen Ota, der ist immerhin muskulös, aber auch nicht besonders kriegsfertig. Überhaupt? Gibt hier kaum Leute, die wirklich gut sind. Ja, dem haben wir gerade den Krieg erklärt, den wollen wir auch nicht zum Nachfolger machen, logischerweise. Den mögen wir nicht. Das ist der Kanzler von Bla. Frodi. Nee, ich lasse das mal offen. Das bringt gerade nichts. So, als ich auf dem Hof einen tollwütigen Köter verprügle, kommt der Skör Asa und fängt an, mit einem Stecken auf mich einzuschlagen. Dafür werde ich mich natürlich rächen. Als ich mich umdrehte, biss mir der Hund ins Bein und Asa konnte entwischen. Na toll, wir sind Erzrivalen. So. Aha, er hat Ota hier reingerufen in den Krieg, unseren Neffen. Das ist natürlich eine Schweinerei. Oh, das könnte hier einen ordentlichen Kampf geben. Wo sind denn unsere verbündeten Truppen eigentlich, die sich uns hier anschließen wollten? Die sind jetzt irgendwie nicht da. So, die Armee besiegen wir im Vorbeigehen. Das war jetzt ja nicht sehr viel. 266 Mann hier oben. Jan Berner Land, Tjust, Verrendt. Eine öländische Armee. Die gehören hier irgendwie alle zu. Okay. So. Halla, die himmlische. Und Ota hat er sich dazu geholt von Öland. Genau.
Was ist das denn hier? Na toll. Das andere Thrifjord hat Ländereien von ihm erobert. Aber das ist doch nicht unser Verbündeter, ne? Nee. Schön. Das heißt, er hat noch einen zweiten Krieg und deswegen... hat er den bald auch verloren. Mist. Das ist ja ärgerlich. Absolut ärgerlich ist das Ganze. Schade, schade. So, Wärmerland wird belagert. Wo war das nochmal? Wärmerland, die Schiffe können wir übrigens entlassen. Ja, wir könnten jetzt den Kampf gegen diese Armee hier suchen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich daran Interesse habe. Oder ob ich nicht einfach hier alles durchbelagere. Und die Armee im Vorbeigehen gerade mal besiege. Ich glaube, das mache ich. So, das ist eine gute Idee. So, mit denen wischen wir den Boden auf. Und die Schlacht von Tjust. Es ist lange her, seit ich mich durch eine Schlacht so gestärkt gefühlt habe. Jeden Tag bewegt sich unsere Truppe, als wäre sie durch einen unausgesprochenen Bund miteinander verbunden. Rufe ich in die Nacht hinaus. Oder durch eine höhere Macht. Das seid alles ihr, mein Fürst, sagt einer meiner Soldaten mit einem Lachen. So, wir könnten jetzt stolz werden durch das Ereignis und werden fähiger Taktiker. Oder wir werden bescheiden und werden fähiger Taktiker. Boah. Ich glaube, das werden wir auswürfeln, oder? Grausam, faul, wohltätig, mäßig, geduldig. Oder sind wir schon so tugendhaft durch unsere Mäßigung, unsere Geduld und unsere Wohltat, dass wir jetzt auch noch bescheiden werden? Ich würde sagen, das würfel ich aus. Kurz Moment mal gerade, wo habe ich das denn? Genau, sechsseitiger Würfel, 1 bis 3 ist dann Option 1, also wir werden stolz und 4 bis 6 heißt, wir werden bescheiden. Auf jeden Fall werden wir ein besserer Soldat, das ist ja schon mal gut. Okay, es ist eine 1 geworden, das heißt, wir werden tatsächlich stolz. Ihr habt recht, Bescheidenheit wird mich nirgendwo hinbringen. Zack, sind wir auch noch stolz geworden für mehr monatliches Prestige, das hilft uns natürlich extrem. Und die Schlacht haben wir natürlich auch gewonnen, das ist klar. Sehr gut, da haben wir hier diese Tjust-Armee besiegt. Und meine Gattin ist erneut schwanger. Das funktioniert ja hier wie am Schnürchen. Sehr gut, was möchte er? König Hestein von Dänemark. Es gab da einen Wechsel am Thron. An Alf, Friede sei mit euch. Wir schlagen vor, dass Ale, Af, Wendel und Alfhild Eiriks dort hier heiraten. Das ist die Verwandte. Das müsste hier die Tochter unseres ehemaligen Herrschers sein. Mit Ale Af Wendel. Ja. Zurückgebliebener, abenteuerischer Wikinger mit Ehrgeiz. Und religiöser Eiferer und hinterlistig. Interessant. Interessante Kombination. Wir werden das auf jeden Fall akzeptieren hier, diese Verlobung. So, Besitztümer in Lebus werden belagert durch 300 Mann. I don't care, wenn ich ehrlich bin. Das interessiert mich gerade wirklich überhaupt nicht. So, was ist mit dem anderen Krieg hier? 93% für Orm. Das ist er hier. Ach, die lassen wir mal schön in Ruhe sich gegenseitig bekämpfen, während wir hier andere Gebiete einnehmen. Gotland könnten wir auch noch nehmen, das gehört auch noch dazu. Öland glaube ich auch, ne? Na gut. Ja, Lebus wurde erobert, das war klar. Dass das passiert, war irgendwie absehbar. Wir verlieren jetzt natürlich auch ein bisschen Geld, aber wir haben auch etwas durch unseren Plünderfeldzug natürlich herangebracht. Und wir sind doch jetzt wirklich schon ein äußerst fähiger... Oh, wir sind schwer gezeichnet in der Zwischenzeit, da gab es gar keine Nachricht mehr zu. Boah, 75 Kampffertigkeit, das ist schon ziemlich gut. So, im Zirkel bekommen wir jetzt auch 13,5 Bekanntheit. Das heißt, bald können wir auch schon zum Krieger aufsteigen. Sehr schön. Das klingt sehr, sehr sinnvoll.
So, hier oben kommt die geschlagene Swift-J-Armee zurück oder ein Teil davon. Ich weiß es nicht. So, wir haben auf jeden Fall hier gut gekämpft und belagern jetzt hier für Kriegspunkte Stand. Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, inwiefern es uns gelingen wird, hier schnell alles durchzubelagern und ob wir dann hier wirklich ordentlich Besetzung kriegen, weil natürlich hier das Hauptland Ostergautland durch den Fifjord besetzt wurde. Ah, aber das ist jetzt vorbei. Otta von Aktir hat den Titel Ländereien des Häuptlings Stettin von Barit von Hamburg übernommen. Hä? Das war aber jetzt was anderes. Ach, Otta gehört jetzt zu uns über Hafrid. Ah, okay. Mhm. Alles klar. Das ist natürlich eine Entwicklung, die ich jetzt so nicht gesehen hatte. So, töteten viele Soldaten, ja, natürlich. Wir haben auch die Verbündetenarmee jetzt dabei. Die 729 Mann von Kola. Aber wir belagern jetzt erstmal Stück für Stück alles durch, auch wenn es dauert. Das ist uns hier egal. So, da ist der Rat nicht mehr unzufrieden. Warum war das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Nun gut. So, wir können einen Befehlshaber befördern. Hä, warum? Ist das eine wichtige Entscheidung? Bis? Hä? Das konnten wir doch schon immer, oder nicht? Ach, weil wir das als wichtige Entscheidung markiert haben. Ah, okay. Ach, unser Marschall ist weg. Was ist denn jetzt los? Warum sagt mir das denn keiner hier? Der Jarl von Brandenburg könnte es werden. Jarl Frey oder Frey. Hm. Ah. Ja. Zeig doch mal her. Ja, meine Meinung von ihm ist recht neutral, aber seine Meinung von mir ist ziemlich schlecht. Ach, Gottes Willen. So, zufrieden. Hm. Ja, ich würde sagen, wir haben ja keinen anderen, ne? Es gibt keinen anderen, der hier das machen kann. Oh Mann. Dann soll er hier einen Überfall organisieren. Meinetwegen. Alles andere ergibt hier gerade für mich keinen Sinn mit dem. Der ist nicht sonderlich gut. Na gut, Marschall frei. Schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Wir können mal ein bisschen beschleunigen. Oh, jetzt wurde das hier wieder erobert. Das heißt, der Krieg zieht sich noch ein bisschen länger hin. Und das hier dauert auch ewig. Ja, da würde ich sagen, wir greifen erstmal diese kleine Armee hier an. Oh, die Verbündeten von Brandenburg greifen ihn hier oben an. Hm. Ja, dann würde ich sagen, wir kehren um und gehen in die Richtung. Und helfen unseren Verbündeten. Oh, die Schlacht von Ostergautland. Ich könnte schwören, dass ich den feindlichen Kommandanten Troste gehört habe, der Befehle gibt. Aber als ich den Wald durchsuchte, konnte ich ihn nirgends sehen. Einer meiner Soldaten informierte mich schließlich darüber, dass er ganz hinten, kauernd an einem gefallenen Baum gesehen wurde, weit hinter seinen Truppen kauernd. Ah, Troste ist ein Feigling. Klumpfüßig. Na gut, der hat eh keine großen Qualitäten. Ja, ich würde sagen, wir sind ein besserer Duellant als Troste. Wie reizend, ich werde den Kommandanten persönlich duellieren. Wartet, ich ergebe mich, ruft Troste auf. Mein Bastardschwert hoch erhoben, verlangsame ich den tödlichen Schlag der... Wir haben doch Mjölnir. Egal. Mein Hammer Mjölnir hoch erhoben, verlangsame ich den tödlichen Schlag, der auf meinen Feind niedergehen sollte. Der Mann kraxelt zurück und stolpert fast über sich selbst. Ich werde euer Gefangener sein. Verschont mein Leben, wimmerte er. Wir können ihn einkerkern, was mit dem grausamen Trade für ihn jetzt auch nicht gerade die beste Nachricht ist. Oder wir könnten ihn auf dem Schlachtfeld für Odin opfern. Mhm.
Ja, ich glaube, wir sind schon stolz und auf Ehre getrimmt. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier für einen weiteren Gefangenen ihn hier am Leben lassen. Er muss ein angemessenes Opfer für Odin sein. Jawohl. So, damit haben wir die Schlacht gewonnen und eine äußerst seltsame Dame ist bei Hof aufgetaucht. Innerhalb weniger Monate hat sie sich einen Namen als vollendete Kämpferin gemacht. Ihr habt zugesehen, wie die Besten des Landes ihr bei Übungskämpfen unterlegen waren. Ob sie euch und euren Soldaten womöglich etwas beibringen könnte. Oh, Karin. Wir könnten jetzt unseren Jarl direkt wieder verärgern. und sie anstelle dessen einsetzen. Sie ist natürlich wirklich als flügelstürmende Jägerin viel besser geeignet. Wozu würde das führen? Also Jarl Freys Meinung würde sich verringern. Das habe ich mir schon gedacht. Da wird er aus dem Rad geworfen. Karin schuldet uns einen Gefallen. Die Meinung von Alf ist dann um 40 verbessert. Und der Störrische, also ich bekomme... Ich bin Alf der Störrische, okay. Skandalträchtiges Ratsmitglied, Meinung der Vasallen minus 20. Das können wir aber, glaube ich, überstehen, oder? Machen wir mal. Die ist ja wirklich viel, viel besser. Die kann nämlich auch neue Befehlshaber hier finden. Fängt sie direkt mal mit an. So. Dann besiegen wir die Armee noch kurz und dann machen wir hier die Eroberung von Austergautland klar. Beziehungsweise die hier unten machen wir auch gerade noch weg. Das bringt uns zwar auch keinen Kriegsstand wirklich ein, aber egal. Hauptsache, wir besiegen alle so schnell es geht, dass unser Sieg hier unangefochten auf 100% gehen kann. So, seit geraumer Zeit fällt mir der jämmerliche Zustand von Karin auf, unser letztgeborenes Kind, glaube ich, oder? Nee, Karin ist nicht das letztgeborene, sondern Swanhild. Cola könnte... Ja, wir haben keinen Hofarzt, ne? Genau, darum haben wir uns auch noch nicht gekümmert. Ups. Aber sie hat einen hohen Bildungswert. Ja. Cola, kümmert euch um sie. Das wird jetzt einfach spontan entschieden, dass die Großhäuptlingin von Cola das jetzt machen muss. Und wir haben einen Sohn mit dem Namen Birger bekommen. Sehr schön. So, mein Leibarzt Thordis sorgt sich um meinen neugeborenen Sprössling. Birger hat wirklich eine vergleichsweise schwache Konstitution. Thordis meint, dass er möglicherweise nicht einmal ein Jahr alt wird. Sind wir so ein krasser Wikinger, dass wir sagen, nur die Starken überleben? Er erhält keine Behandlung? Ist das wirklich so grausam? Ja, wir sind ja grausam. Ich würde sagen, das passt zu uns. Birger soll keine Behandlung erhalten, auch wenn es schlimm und grausam ist. Aber so ticken wir halt. So, wir könnten übrigens jetzt hier die Festung stürmen, aber da sehe ich jetzt keinen Anlass zu. Oh, er hat jetzt nochmal Gudrött von Tjustar beigeholt. So, dann haben wir wieder diese Entscheidung mit zwei Männern. Ich glaube, wir gehen den Verschwörungsweg diesmal. So. Der hat sich jetzt hier noch neue Leute dazugeholt, aber auch das wird ihn nicht retten. Die paar Mann, die er noch übrig hat, die helfen ihm wirklich nicht dabei. So, das haben wir erobert. Und jetzt würde ich sagen, wir greifen direkt wieder ein und an, um hier die Armee ein letztes Mal vernichtend zu schlagen. Ja, wir sehen auch hier, das geht super schnell. Unsere Truppen sind ganz, ganz extrem überlegen und das liegt natürlich an unserem Herrscher selbst. Ganz klar. So, wir gehen weiter mit den Eroberungen. Mein Marschall hat einen Mann namens Thorbrand von großem militärischem Talent entdeckt. Das ist schön, da geht's schon direkt los. Oh, und der ist wirklich, wirklich gut. Ja. Der wird jetzt schon Befehlshaber, das heißt, wir könnten den, wenn wir mal die Armeen irgendwie aufteilen, dann können wir ihn sehr gut als Ersatz verwenden, wenn wir zum Beispiel selbst dann auf Beutezug gehen. So, und ich würde auch sagen, dass wir jetzt das Gefolge abspalten. Ist das denn hier eine Gefolgearmee? Sind das hier die Gefolgeleute? Ne, das ist Stamm von Horderland. Das ist ja genau andersrum.
Das soll Thorbrand erledigen. Das ist unsere Gefolgearmee, richtig? Genau, und die soll geführt werden von unserem Herrscher. Und da möchte ich nämlich Folgendes machen. Nämlich in der nächsten Folge werde ich mich hier wegbewegen mit unserer Gefolgearmee und wir werden aus Horderland einen weiteren Raubzug organisieren, weil das hier ist im Prinzip jetzt gewonnen. Da müssen wir uns nicht mehr so ewig lange drum kümmern. Das wird jetzt hier von selbst erledigt durch unsere Verbündeten und uns selbst. Und wir haben hier alle Zeit der Welt in Ruhe für neues Gold zu sorgen. Das werden wir dann machen, aber das war jetzt auch eine extrem lange Folge, deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss. Die Staffel endet damit auch. Zum Schluss nochmal eine große Entschuldigung an dieses Verhackstückeln dieser Staffel, dass die so einzeln erschienen ist in den Folgen. Das war nicht so geplant, aber momentan ist einfach terminlich alles drunter und drüber und ich habe kaum Aufnahmezeit gehabt. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, die nutze ich auch sofort und habe auch riesig Spaß daran. Ich hoffe, das merkt man auch wenn ich ein bisschen verschnupft bin aktuell durch Allergie. Aber das war mir hier wirklich ein Anliegen, dass wir hier A weiterkommen und B, dass wir hier mit Alf hier ein richtig schönes Rollenspiel weitermachen. Und der wird sich dann beim nächsten Mal ja um die Erlangung von Geldern kümmern. Also er wird versuchen, weitere Schätze zu plündern an den verschiedenen Küsten Europas. Vielleicht auch mal irgendwo einen Fluss hineinfahren und wird einfach schauen, dass er zu großen Reichtümern kommt. Also bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.